Uelzen ist meine Stadt. Uelzen ist meine Stadt nicht nur, weil es die größte Stadt ist und auch die mit der stärksten Wirtschaftskraft, sondern ich habe natürlich eine besondere Nähe als Landrat zu Uelzen, weil es die Kreisstadt des Landkreises Uelzen ist. Das Kreishaus ist hier, mein Arbeitsplatz ist hier. Meine Familie und ich, wir wohnen auch in einem Ortsteil von Uelzen und damit ist Uelzen auch meine Heimatstadt. Und ganz konkret zeigt sich das einfach in unserem Leben. Unsere Kinder gehen hier zur Schule. Wenn wir krank werden, dann gehen wir hier zum Arzt oder ins Klinikum. Wir kaufen hier ein, wir gehen hier gut essen, Stichwort Weinmarkt, auch gut trinken kann man hier. Ich bin der festen Überzeugung, dass Uelzen auch eine positive Zukunft hat. Als Landrat will ich meinen Teil dazu beitragen, dass das so ist. Wenn man sich mit jungen Familien unterhält, dann ist es so, dass die drei Themen nennen. Das eine ist das Thema Bildung. Wir haben uns auf den Weg gemacht, Bildungsregion Uelzen zu werden für den ganzen Landkreis, aber wesentliche Teile dieser Bildungsregion sind natürlich hier in Uelzen, gerade viele der weiterführenden Schulen. Ein weiteres Thema ist das Thema Breitband. Dort wird es darum gehen, durch ein kreisweites Glasfasernetz die unterversorgten Bereiche zu versorgen. Und schließlich auch das Thema Mobilität auf der Schiene, auf der Straße, ein ganz wichtiges Thema, Stichwort A39, Lückenschluss, wird Chancen eröffnen. Und zum anderen sind wir gerade dabei, den HVV-Schienentarif einzuführen, also auch für die Pendler nach Hamburg, insbesondere nach Hamburg, Verbesserungen herbeizuführen. Also es gibt eine Menge zu tun. Wir wollen das hier alle gemeinsam anpacken. Ich will meinen Teil dazu beitragen. Und meine Familie und ich, wir wohnen hier sehr, sehr gerne. Wir wollen hier alt werden. Uelzen bleibt meine Stadt.